Hallo, hier ist wieder dein Coach Martin. Heute befinden wir uns mal bei mir in der Küche, denn ich will dir heute mal ein Frühstück zeigen, was ich selber schon seit Monaten mache, was dir Zeit erspart, ganz viele Vitamine, Eiweiß und Kohlenhydrate gibt und was dich auch echt über den ganzen Tag satt macht. Viele haben ja gerade früh morgens immer das Problem, dass sie einfach nicht die Zeit haben, sich ein gesundes Frühstück zu machen oder sich auch die Zeit nicht nehmen wollen. Und ich zeige dir einfach mal meine Frühstücksroutine, die ich jeden Morgen habe, warum ich das mache und warum das auch so viele Vorteile hat. Fangen wir erstmal an. Wir brauchen einerseits, wie man schon sieht, einen Mixer, dazu eine Waage, ein Brettchen zum Schneiden und ein Messer. Das erste, was wir reintun, sind erstmal Haferflocken. So, das messe ich bei mir immer ganz genau ab. Das sind bei mir zurzeit 150 Gramm. Denn das kann man ganz individuell für sich herausfinden oder auch bestimmen, wie viel Haferflocken man braucht. Weil hier sind auch wieder viele Kohlenhydrate drin, Ballaststoffe, Mineralstoffe, Eiweiß und auch einige Vitamine. Vorteil ist auch wieder hier, es macht dich lange satt und du kannst es für dich regulieren. Also je nachdem, wie viel Kalorien du auch verbrauchst, ob du dich viel bewegst oder wenig, kannst du auch hier vielleicht 50 Gramm Haferflocken nehmen, 100 oder wie bei mir jetzt auch 150 Gramm. Machen wir weiter mit dem nächsten. Das sind einmal Chiasamen. Auch hier haben wir wieder den Vorteil, es sind Omega-3-Fettsäuren drin, die sehr gesund sind und auch entzündungshemmend. Und auch wieder Mineralstoffe, komplexe Kohlenhydrate, die lange satt machen. Hier nehme ich so knapp um die 15 bis 20 Gramm. Als nächstes nehmen wir einmal Leinsamen. Auch hier sind es wieder so knapp 15 Gramm. Vorteil von Leinsamen sind auch wieder die Omega-3-Fettsäuren und auch wieder die komplexen Kohlenhydrate, Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Magnesium, die da alle mit drin sind. Als nächstes nehmen wir die Walnüsse. Ja, Walnüsse haben vor allen Dingen gute Fette, die der Körper auch braucht, um den Hormonhaushalt sehr gut regulieren zu können. Ja, eine Nuss haut schon mal ab. Dann nehmen wir auch wieder 20 Gramm. Genau, also wie gesagt, wir haben hier gute, gesunde Fette mit drin, die Omega-3-Fettsäuren. Haben wir auch wieder einen gewissen Eiweißanteil und auch viele Mineralstoffe. So, als nächstes mache ich selber immer noch mal ein bisschen Erdnussbutter mit rein. Auch für den Eiweißanteil. Ja, aber das kann jeder so machen, wie er mag. Er kann es mit reinmachen oder auch weglassen. Ja, mach mal einen Löffel. Das hier speziell ist Erdnussmus. Ja, alles, was am Löffel bleibt, kann man ablecken. So, das ist jetzt die Kohlenhydratbasis, um auch lange genug satt zu sein. Und es ist ja immer zum Vorteil, gerade morgens einen Obstanteil zu essen. Denn hier ist auch wieder viel Fruchtzucker mit drin. Und das sollte man aufgrund der Insulinantwort, also das heißt, Blutzucker steigt relativ schnell an, weil Fruchtzucker ja ähnlich wie der normale Zucker verwertet wird. Und dann nehmen wir auf jeden Fall einmal eine Banane. Ja, können wir ruhig eine ganze nehmen. Machen die klein, packen die mit rein. Als nächstes nehmen wir noch einen Apfel. Auch hier, je nachdem wie stark euer Mixer ist, einfach halbieren und den Stiel leicht rausschneiden. Und alles, was am Apfel ist, also auch die Kerne, die drin sind, die Schale, kann alles mit rein in den Mixer. Weil gerade hier haben wir auch die wichtigen sekundären Pflanzenstoffe drin und auch in den Kernen
viele Nährstoffe. Ja, auch wenn sie mal daneben liegen, einfach mit reinschmeißen. Auch hier schneiden wir bloß unten den Stiel raus. Fotten das Ganze nochmal und rein damit. So. Das nächste ist eine Kiwi. Ja, eine sehr gute Vitaminbombe. Auch hier schneiden wir einmal das obere und das untere Ende ab. Hier ein kleiner Tipp. Wer Bio-Kiwis benutzt, ja, gerade so die gelben oder auch die, die ein bisschen mehr Haare haben, also die grünen, die kann man komplett so wie sie sind reinschmeißen. Ich habe jetzt hier keine Bio-Kiwi, also von daher schneide ich jetzt die Schale ringsherum einfach ab. Zack, rein damit. Und die letzte Frucht oder Früchte, die wir reinmachen, sind dann noch gefrorene Früchte. Ja, kann man sich ganz einfach kaufen. Am besten so eine Beerenmischung. Ja, aus, was haben wir hier? Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren. Einfach bunt gemischt. Auch da machen wir dann wieder 100 Gramm. Auch hier hat man nochmal eine sehr gute Vitaminvielfalt, die man hier ausnutzen kann. Als nächstes nehmen wir uns einen Becher und machen einmal 200 Milliliter Wasser rein. Und kippen das einmal auf. Ja, damit es nachher, wenn es gemixt ist, einfach nicht zu zäh wird und man es auch ganz gut trinken kann. Als nächstes machen wir noch 200 Milliliter Haferdrink mit rein. Ja, auch da kann man sich selbst ein bisschen ausprobieren, ob jetzt mit Mandelmilch, mit Haferdrink, mit normaler Milch, wer es mag. Ja, da ist der Kreativität ja, sehr viel Spielraum gelassen. So, 200 Milliliter haben wir auch hier. Dann mixen wir das erste Mal durch. So, das war der erste Durchgang. Jetzt packe ich für mich noch Eiweißpulver mit rein, einfach um den Eiweißgehalt noch ein bisschen zu erhöhen, um auch hier die Mischung zu haben zwischen komplexen Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralstoffen und auch genug Eiweiß. So, nehmen wir einmal zwei Löffel, so dass wir knapp auf 30 bis 40 Gramm kommen. Ja, mixt man das Ganze vorher nicht einmal durch, dann ist es so, dass das ganze Eiweißpulver hier an dem Glas kleben bleibt. Und so ist es einmal durchgemixt und es verschwindet leicht rein, das Pulver, wenn wir das jetzt noch einmal mixen. So, dann sind wir mit dem Ganzen jetzt auch schon fertig. Und wir brauchen uns das bloß noch ein bisschen abfüllen. Also entweder du machst es dir in eine Schale und drapierst es noch mit ein paar Walnüssen mit drauf oder ein paar anderen gesunden Toppings. Ja, oder so eine Kokosraspel, die man damit reinmachen kann. Wie gesagt, da ist der Kreativität keiner Grenze gesetzt. Da kann man wirklich alles für sich ausprobieren. Auch so zusammenstellen. Das ist jetzt das Beispiel, was ich jeden Morgen mache. Und es ist halt vorteilhaft. Du hast einerseits durch diesen hohen Wasseranteil, ja, wir haben schon 200 Milliliter Wasser mit drin, nochmal 200 Milliliter Haferdrink und dann hat ja auch das Obst nochmal selbst Wasser enthalten. Und so kannst du früh morgens dir ganz schnell für die Arbeit ein Frühstück fertig machen. Ja, wie gesagt, es hat jetzt nicht lange gedauert, wenn du weißt, was du reinpacken willst. Hast, wenn du das trinkst, schon genug Wasser für den Start in den Tag aufgenommen. Hast deine Portion Obst für den Tag schon so gut wie drin, hast Mineralstoffe mit drin aufgrund der Haferflocken, Leinsamen, Chiasamen und auch der Walnüsse, genug gesunde Fette und einen relativ hohen Eiweißanteil. So, jetzt zum Schluss zeige ich euch noch, wie viele Nährwerte der ganze Smoothie letztendlich wirklich hat, also Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette.
Und da schauen wir jetzt einfach mal drauf. So, und hier haben wir jetzt einmal die Auflistung von dem, was ich reingemacht habe. Hier oben sieht man schon, das Ganze hat 1500 Kalorien. Wie gesagt, das ist jetzt einfach bloß mein Beispiel. Wenn ihr weniger reinmacht, gerade so von Haferflocken, dann geht das auch schon ganz gut nach unten. Ja, auch hier die Haferflocken haben wir hier, haben allein schon 555 Kalorien. Und dann schauen wir mal ganz unten. Und hier sehen wir die Auflistung von dem, was wir jetzt allein durch dieses Frühstück aufgenommen haben. Das sind ganz oben allein schon 66 Gramm Eiweiß für den Tag, dann 186 Gramm Kohlenhydrate. Ballaststoffe sagt mir, dass man so am Tag 30 Gramm zu sich nehmen sollte. Das hat man damit dann auch schon so gut wie erfüllt. Zucker kommt dazu zustande aufgrund des Fruchtzuckers durch das Obst. Hier haben wir die Fette mit 47 Gramm. Das sind aber auch überwiegend die gesunden Fette, also die mehrfach ungesättigten, die auch ganz wichtig sind. Hier haben wir nur 7 Gramm gesättigte Fettsäuren. Und hier unten haben wir nochmal eine kleine Auflistung von den Mineralstoffen, die drin sind. Natrium, Kalium, Vitamin A, Vitamin C, ja, aufgrund auch der Kiwi, die mit enthalten ist. Calcium, Eisen und Magnesium ist jetzt hier gar nicht erst mit aufgelistet. Ja, das Ganze könnt ihr jetzt selber einmal ausprobieren. Wie gesagt, stellt es euch so zusammen, wie ihr wollt. Wichtig finde ich einfach nur, dass man sich am Anfang halt ein paar Kerne mit reinmacht, also zum Beispiel jetzt Leinsamen, Chiasamen, Haferflocken, dass man da eine gewisse Grundbasis hat. Denn wenn wir das nicht drin haben, sondern nur Früchte, dann kriegen wir halt auch wieder ganz schnell Hunger. Und es ist jetzt letztendlich auch nicht so sättigend. Gerade wenn man abnehmen will, kann man das sehr gut regulieren, auch von den Kalorien her. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gern einen Daumen da. Und wenn du weiterhin Videos von mir sehen willst, um die Themen Ernährung, Training und auch Mindset, dann kannst du hier unten einmal ein Abo da lassen. Und hier oben habe ich hier noch mein Video verlinkt, wie du deine Diät zu 100% wirklich erfolgreich beenden kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Bis dann.